An die Dunkelheit gewöhnen. Okay, also hätte ich wirklich mehr als eine Freundschaft. So, wir gehen jetzt mal aus dem Büro raus und dann Richtung Foyer. Richtung Foyer. Und da müsste auch noch so ein leeres Panel sein. So. Wir haben hier immer noch was Abgeschlossenes. Nee, nicht hier. Wo war denn das? Das hier ist abgeschlossen. Wo kriegt mir das denn her? Ich probiere mal 1963. 1963. Nein. Hier noch irgendwas. Irgendwelche Hinweise. Es muss doch irgendwo noch eine Zahl stehen. Nee. Hier, haben wir hier noch irgendwas? Nee. 1972? 72? Woher bekommen wir diesen... Woher bekommen wir den Code? Das haben wir auch schon gelesen. Okay. Ich glaube, hier, daher ist noch locker. Geschichte privat. Do not read. Vertraulich lesen verboten. Der grüne Gletscher. 9. Klasse. Allegra und ihr Aufklärungstrupp spähten von ihrem Quartier hoch in den Bäumen aus, vorsichtig durch das dichte, raschelnde Blätterwerk. Nur wenig entfernt schien reflektiertes Sonnenlicht gleisend von den Innenwänden des riesigen Gletscherbeckens in dem Wald. Der Wald wuchs. Entschuldigung. Es war wahrlich ein seltsamer Ausblick, solch Üppigkeit gleich dem schroffen Eisformation. Allegra sprang ohne zu zögern nach vorn und durch die hohen Äste. Der erste Offizier wurde vom Amazonenstamm des grünen Gletschers gefangen genommen. Sein Leben war in Gefahr. Wir müssen uns beeilen. Ihr Trupp folgte dicht dahinter, langsam, fortbewegend, wie eine sanfte Brise durch das Dickicht. Danke, Haus. Allegra landete auf einer Lichtung und rief: Stopp! Sie sah die Amazonenkönigin auf ihrem Podest, wie sie sich nach dem Hebel ausstreckte, der den ersten Offizier in den Bottich darunter fallen lassen würde. Sie schrie »Nein« und schleuderte ihren Säbel zur Hand der Königin, doch es war zu spät. Der erste Offizier schrie, als er Richtung Wasser fiel. Er tauchte ein. Alles war plötzlich gespenstisch still. Allegra schaute nur, erstarrt vor Angst und Reue. Sie kam zu spät. Doch dann begann etwas aus dem Bottich aufzusteigen. Ein Kopf von dunkelbraunem Haar, so wie es der erste Offizier hatte. Danach die Schultern und die Ärmel seines Mantels triefend nass. Doch als die Gestalt dastand, Wasser von ihr herabfließend, erkannte Allegra, dass sich der erste Offizier verändert hatte. Er war nicht länger ein Mann. Genauer gesagt, was ihr entgegenschaute, waren die Augen, das Gesicht, das Haar und die Hände und der Körper einer Frau. Wenn auch immer in der Kleidung des ersten Offiziers. Noch immer der erste Offizier. Er, sie, sprach mit einer sanften, klaren Stimme. »Captain?« Die Amazonenkönigin sprach. »Sie ist nun eine von uns. Sie ist unser.« Allegra zog ihre magische Steinschlosspistolen aus ihrem Gürtel und ihre Crew machte die Schwerte bereit. Allegra schaute tief in die Augen der Königin und sagte, »Das ist die Liebe meines Lebens und ich werde sie dir nicht überlassen.« Ich denke, dass unsere gute Schwester Sam hier ihre Sexualität verarbeitet. Dass sie vielleicht zuerst auf Männer stand, aber durch irgendein Ereignis sie dann das gleiche Geschlecht entdeckte. Okay, 50-1. Mist, das ist nur ein Teil davon.
Die Hälfte von Sams Spinnkombination haben wir schon. Geil. Geil. So, jetzt schauen wir auf die Karte. Hier kommen wir nicht rein. Hier waren wir und da waren wir. Oben im Dach, im ersten Obergeschoss gibt es auch noch sowas. Ich hoffe, dass wir da eventuell die andere Hälfte der Kombination finden. Und wir haben ja auch noch jede Menge verschlossene Kisten. Haben wir das gelesen? Kontrollierter Waldbrand für Boone County geplant. Nächste Woche werden Rauchschwaden über der nordöstlichen Region von Boone County aufsteigen. Und zwar im Rahmen eines der Waldschutzbehörde kontrollierten Abbrennens überwucherte Bereiche des Flintlock National Forests. Die Teams der Försterei haben den Bereich seit Monaten vorbereitet. Die Brandtätigkeit werden zwischen 8 und 17 Uhr stattfinden, jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch und vielleicht bis in den Donnerstag hinein. Abhängig von der Geschwindigkeit des Fortschritts, alles gemäß Waldschutzbehörde. Abgesehen von beseitigten toter überwuchender Vegetation als potenziellen Brandherd in dürren Monaten dient die Operation als wertvolle Trainingsmöglichkeit für den Forstbetrieb und das involvierte Feuerwehrpersonal, sagt die leitende Naturschutzbeauftragte Janice Greenbrier. Mein Kartenspiel. Wie toll. So, hier ist dann aber nichts mehr. So, und hier müsste auch noch irgendwo. Ach, dieses Geräusch. Von wo kommen wir? Zum Erdgeschoss. Wir sind jetzt hier. Geradeaus und dann rechts. Hier geradeaus. Und dann rechts. Und dann. Ich glaube, entweder hier irgendwo. Oder hier tatsächlich. Ach, hier. Und da ist der zweite Teil. Eine Null. Geil. Und Meter Bread. Yes, no, goodbye. Ah. Notiz. Hello? Who are you, Oscar? What do you want? To come back, denke ich mal. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. In unsere Unterlagen. Dinge 0501. 0501. Lonnie came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say. But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever? And that's when she kissed me. Lonnie hat also Sam geküsst. Und das ist die gute Lonnie. Oh. Ist wirklich ein wunderschönes Mädchen. Ist auch das einzige Foto, was noch hier in ihrem Spind hängt. Da war nichts verkehrt dran. Wurde dem Rucksack hinzugefügt. Gentlemen, das Magazin für Männer. Die große UFO-Verschwörung. Shannon Doffrey. Exklusives Interview im Mogul David Graffin. Endlich Gillian Anderson. Ja, ich glaube, dass unsere liebe Sam lesbisch war, was ja überhaupt nichts Schlimmes dran ist.
Aber ich denke, für sie war das schon ziemlich schlimm. Ich weiß nicht, ob sie es den Eltern gesagt hat. Und wir haben jetzt den Kellerschlüssel. Oh, jetzt habe ich Angst. So. So, wir haben jetzt den Kellerschlüssel gefunden. Wir werden doch da gleich mal hingehen. Die Frage, das war hier hinten, naja. Das sind natürlich jetzt so zwei Sachen, die immer so uns verfolgen. Einmal das Übernatürliche, was hier im Haus ist. Dieser Oscar. Und dann haben wir noch unsere Schwester. Und über unsere Eltern wird irgendwie echt wenig gesagt. Und hier ist es echt dunkel. So, der Keller ist noch nicht ganz ausgebaut und ich würde hier niemals runtergehen. Erstens wegen den Spinnen. Und zweitens, weil es ein Keller ist. Okay, okay. Wir machen erstmal überall das Licht an. Das hat funktioniert. Wir gucken uns erstmal hier fix um, ne? Und erst dann... Nee, wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken uns um. Weil der Keller ist doch größer, als ich vermutet hatte. Und warum hatte die Lonnie den Schlüssel für den Keller? So, eine Limo-Dose. Chips. Die nicht aufgegessen? Das verstehe ich nicht. Leute, die ihre Chips nicht aufessen, verstehe ich nicht. So, was haben wir hier? Eine Notiz. Liebe Samantha, ich möchte mich aufs Herzlichste bei dir bedanken, dass du mich in deine Bleibe einlotst, um mit deiner entzückenden Familie am Thanksgiving-Feiertag zu speisen. Ich genoss die gewürzten Kartoffeln und es war auch etwas seltsam, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen. Aber es war auch ziemlich lustig, wie unmöglich es für einen Dad ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht irgendwie seltsam zu sein. Sehr herrlichst. Deine enge Freundin und Vertraute, Lonnie. Liebe Miss De Soto, erlauben Sie mir die Gelegenheit zu nutzen, um dir herzlichst dafür zu danken, dass du ein so lebenswürdiger Gastgeber bei den Festivitäten an deines Vaters Hof warst, welche dem zuvor erwähnten Mal mit deinen Eltern folgten. Das Thanksgiving-Fest deiner Familie war das vergnügsamere der beiden, dies muss ich gestehen. Besonders genoss ich die Zeit, die ich mit deiner Großmama verbrachte, welche eine reizende Frau mit einem ausgezeichneten Geschmack und einem kultivierten Auftreten ist. Lass uns das wiederholen. Irgendwann nächstes Jahr? Einverstanden? Tief in deiner Schuld, Madame Samantha L. Greenbrier. Okay, also sie haben sich schon gegenseitig so ein bisschen der Familie vorgestellt. Bin mir aber nicht sicher, dass die Familie wusste, dass es mehr ist als nur Freundschaft. Und hier haben wir Samantha plus Lonnie, also das ist wirklich mehr geworden. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, where it's just quiet and we're alone, we say I love you. Ja, sie sind jetzt also zusammengekommen. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten, die sie da hatten. So, hier hinten war vielleicht so eine geheime kleine so ein kleiner geheimer Rückzugspunkt von den beiden. Und hier sind noch Kisten von uns. Auch schön. First, von der Wissenschaft, also irgendwie ein Wissenschaftswettbewerb, den wir da gewonnen haben, oder? Aufgabe. Unten stehen zwei Geschichten, die Ereignisse sind alle durcheinander. Okay, hier sehen wir schon mal den Unterschied zwischen dem, was unsere Schwester geschrieben hat und das, was wir geschrieben haben. Glaube ich, oder? Ja. Unsere Schwester hat das ja irgendwie komplett durcheinander geschrieben und eine sehr lustige Geschichte. Eine lustige Geschichte draus gemacht. Und wir haben wirklich das so gemacht, wie es sein muss. Oh Mann, eine meiner alten Aufgaben aus dem Sexualkundeunterricht. Okay, hier haben wir eine Tafel. K steht für kollegial, A steht für außergewöhnlich, I intelligent, T
talentiert, L ist lebensfroh, I intensiv und N für nett. Ach toll. So, mehr haben wir hier hinten, glaube ich, auch nicht. Nein, das war es hier hinten. Schau mal auf die Karte. Okay. So, hier haben wir nichts mehr. Okay. Also es wird auf jeden Fall geheizt. Ich glaube, es ist noch ganz frisch, dass sie alle aufgebrochen sind. Liebe Samantha Greenbrier, wir gratulieren Ihnen ganz herzlich dazu, dass Sie in den Kurs zum kreativen Schreiben im Sommerprogramm für junge Stipendiaten des Reed College aufgenommen wurden. Ja! Basierend auf Ihrer Künstlermappe und Ihrem akademischen Werdegang freuen wir uns außerdem, dass wir Ihnen eine finanzielle Unterstützung gewähren können, und zwar in Form einer Übernahme von 75% der Studiengebühren für das Sommerprogramm. Die angehängten Dokumente beinhalten Details bezüglich Ihres Stundenplanes, fakultativer Nebenfächer sowie Ihrer Unterbringung im Studentenwohnheim. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm und nochmals Gratulation. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Oh. Lottie ist also zur Armee gegangen. Sie ist der Armee beigetreten. Und für Sam ist es natürlich wie eine Welt zusammengebrochen. Richard Greenbrier. Englischer Professor in der Universität von Oregon 1956. Ausgeschnitten und kaputt gemacht. Joyce A. Volles Verständnis. Richard Greenbrier. Ach, eine komplett... Okay, das ist nur falsch übersetzt. Fürs... Ich glaube, Sam ist einfach mitgegangen. Warte mal, wann wird die einberufen? Einberufungsdatum? I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like... Am 6. Juni. You should come visit me. Stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Und schaut jetzt mal bitte, wann wir wieder angekommen sind, was für ein Datum heute ist. Heute ist der 6. Juni, der Tag, an dem Lonnie angerufen wird. Ich glaube nicht, dass es nur ein Zufall ist. Dass Sam nicht da ist, dass unsere Eltern nicht da sind. Dass wir hier alleine sind. Eines von Dads Büchern, da ist etwas dran befestigt. Huch. Mein lieber Terence, danke, dass du mir ein Exemplar deines frisch veröffentlichten Buches übersendet hast. Das erste veröffentlichte Manuskript eines Autoren ist ein denkwürdiges Ereignis. Ich las es am heutigen Nachmittag. Ich erkenne ganz klar die Handschrift meines Sohnes in den Zeilen. Das Werk eines Schriftstellers ist die Externalisierung dessen, was er wertschätzt oder flüchtet. Und in dieser Hinsicht, so denke ich, überzeugt dein Werk. Aber die Linse, durch die das Persönliche hindurchzieht, war unnötig vernebelt durch Genre-Klischees und unplausible Billig-Science-Fiction als Deus Ex Machina. Entschuldigung.
Ich beglückwünsche dich dafür, dass du die Tortur der Publizierung überlebt hast. Sei versichert, dass die Leser es von der gewählten, verschlingen werden. Aber ich bitte dich, genannte Kunstgriffe künftig zu meiden. Das kannst du besser. Dein dich liebender und ermutigender Vater, Dr. Richard Wienbrier. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Vater ihm lobt und aber trotzdem Kritik gibt. Und das ist ja wirklich, ich denke mal, begründete Kritik. Und hat er jetzt nicht so gesagt, du bist scheiße, kacke, was du da gemacht hast und so, weißt du? Solche Kritik gibt es ja tatsächlich auch. Und hier haben wir Abfall. 4K Goldherzanhänger in zwei Hälften. Individualisierbar mit bis zu 10 Zeichen. Namen, Daten, Initialen, was auch immer sie wollen. Mit Geschenkbox importiert. L&S. Ja. Zwei haben sich anscheinend so eine Kette geholt. Auch wenn Lonnie jetzt nicht mehr bei Sam ist, dass sie trotzdem anwesend ist. So, bevor ich zur Tür reingehe, will ich hier gucken. Was haben wir hier? Eine Postkarte. Hey Sam, oh, was ist? Hey Sam, ich schreibe dir von den Multnomah Wasserfällen. Ich bin auf einem blöden Klassenausflug. Was blöd ist, weil es März ist und ich nicht weiß, ob irgendeiner der Typen, die diese Schule leiten, mal in Oregon war. Aber es ist beschissen kalt und regnerisch im März. Wünsche, du wärst hier. Oh, Moment, du bist ja hier. Ich schreibe dir das hier im Souvenirladen. Oh, scheiße, da kommst du. Ach, wie süß. Sie haben sich erst eine Karte geschrieben. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Dear Katie, I'm sorry I can't be there to see you. I'm just sorry. But please, please, whatever you might find, don't tell Mom and Dad. I don't want them to know. I don't want anyone to know.